Liebe Insektenfreunde, hier ein kurzer Bericht zu einem Thema, dem ich begegnet bin während meiner Arbeit in Afrika. Was wir hier sehen, ist dieser pulsierende, längliche Körper. Das ist der Kokon eines afrikanischen Seidenspinners. Die Raupe ist etwas vom Größten, was ich bisher gesehen habe, ist knapp 20 cm lang und sieht aus wie ein Rauhaardackel gemischt mit einer Schlange und noch gemischt mit einem Igel, denn sie besitzt nicht nur dieses Fell, sondern auch gefährliche Stacheln. Die Tiere sind wirklich imposant und auch hat man sehr viel Respekt vor diesen Raupen in dieser Gegend. Sie heißen da Mbanda und Sasi. Es ist eigentlich eine Bezeichnung für eine ganze Gruppe von diesen großen, behaarten und bedornten Raupen, die gefährlich sind für die Leute. Bei Berührung lassen sie diese Dornen fallen, die bleiben dann in der Haut stecken und das ist sehr schmerzhaft. Hier nochmal etwas zu der Größe dieser Insekten. Es ist ganz bestimmt eine Art aus der Gattung Gonometa. Gonometa postica ist ja bekannt als die Seide der Seidenspinner Afrikas. Und hier sehen wir jetzt gerade, das war ein großes Glück, dass ich hatte am Morgen um 6 Uhr, wie sich eines dieser behaarten Tiere hier einspinnt in den Kokon. Und dabei, das ist erstaunlich, sich diese Dornen aus dem Fell pickt und sie einbaut in diese Seidenfäden. Das haarige Tier dreht sich und wendet sich auch in dieser vorbereiteten Hülle drin und der ganze Vorgang dauert circa 3 Stunden. Es ist ein unglaubliches, erstaunliches Spektakel zuzusehen, wie sie in diesen Achterbewegungen den weißen Seidenfaden abgibt und damit diese Hülle baut für diesen Kokon. Das ist eigentlich jetzt diese afrikanische Seide von Gonometa postica, die wir hier sehen. Und das Problem, das können Sie ahnen, hier noch die Befestigungsfäden des Kokons an dem Holzstück. Und das Problem ist natürlich, wie trennt man die Dornen von dieser Seide, um die Seide zu gewinnen. Und das noch viel größere Problem bei der Vorbereitung der Seide kommt dann noch später. Hier sehen wir, wie die Raupe sich windet in dieser länglichen, bazillenförmigen Kokonstruktur drin. Hier nochmals die Dornen in großer Aufnahme. Die sind sehr sorgfältig da und immer mit der gleichen schwarzen, extrem harten Spitze nach außen eingefügt in diese Seidenstruktur. Morgens um 6 Uhr hat das begonnen und circa nach 2,5 Stunden war dann die Fabrikation des Kokons fertig. Zuvor aber ist die Raupe 24 Stunden rastlos in dem kleinen Aerarium rumspaziert und hat sich da wirklich jede Ecke genau angeschaut, bis sie dann auf diesem Holzstück auf der Oberseite entschieden hat, ihren Kokon zu bauen. Und jetzt das letzte Stadium des Kokonbaus, das ist äußerst eigenartig. Die Larve gibt ein Sekret ab, ein gelbliches, opakes Sekret. Damit tränkt sie die ganze Seide. Das, was da abgegeben wird, ist Calciumoxalat, das später kristallisiert, ist ein praktisch unlöslicher Stoff, der dem Seidenkokon zusätzliche Stabilität gibt. Hier sehen wir den Kokon, den ausgeschlüpften Falter. Da zeigt sich nun, es ist Gonometa Titan und nicht Gonometa Postica, also die noch viel größere Art als Gonometa Postica. In der Gruppe gibt es verschiedene Arten. Hier ist eine andere Gonometa Art zu sehen. Ich kann nicht genau sagen, was das für eine Art ist. Vielleicht hat es Freunde hier im YouTube, die mir das dabei helfen können.
ganz typisch bei dieser Raupe ist dieses weiße Ende. Es hat am Schluss des Körpers so wie eine weiße Platte. Auch die hier ist bereits unterwegs, um sich einen Platz zu suchen für die Verpuppung. Das ist auch der Moment, wo man sie dann findet, wo die Kinder mir diese Raupen dann bringen. Auch sie hat diese ganz typischen Kränze von Haaren. Die heißen ja auch Wollraupen bei uns, die Glucken Lasiocampide, aus denen diese Insekten stammen. Und hier ist der Kokon nun dieser Raupe. Es ist offensichtlich auch eine Gonometa-Art, die ebenfalls diese Dornenhaare einbaut in den Kokon, der aber mehr aussieht wie der Kokon einer normalen Seidenraupe. Auch hier sieht man im Innern diese achterförmigen Bewegungen, mit denen der Seidenfaden von innen angebracht wird. Klar zu sehen hier ist auch, dass die Form des Kokons so gebaut ist, dass es eine Art Ausstiegsräuche hat, die wir hier sehen, wo dann der Falter ausschlüpfen kann. Viele Fäden sind an dem Blatt angemacht, in das sich diese Raupe halb eingerollt hat, um diesen Kokon zu bauen. Hier Kinder, die mir ihre Bandansasis bringen. Es hat sich herumgesprochen, dass Papa Daniel hier sich interessiert für diese Quakus, für diese nicht essbaren Insekten, und deshalb bringt man mir die vorbei, wenn man eine findet, auf einen der vor allem Acacia Manchium Bäume hier. Das ist jetzt eine ganz typische Wollraupe, Lasiocampide, ganz typisch dieses, ich sag denen immer Teppichraupen, weil sie aussehen nicht wie ein fliegender Teppich, sondern wie ein kriechender Teppich, auch von der Musterung her so ein bisschen wie persische Teppiche daherkommen. Eine unglaubliche Fantasie hat hier die Natur entwickelt, um dieses Kleid zu fabrizieren, das wie aus Federn zu bestehen scheint, die überall am Körper abstehen und die eigentlich eine perfekte Tarnung sind für die Raupe, vor allem auf der Rinde der Bäume, wenn sie da sind. Hier auf dem grünen Blatt sind sie jetzt ein bisschen sehr exponiert. Auch die Zeichnungen, man sieht, sie sind relativ flach, aber lang, breit, ausgebreitet dann auf den Blättern, und auch der Kopf, jedes Detail ist unglaublich fantasievoll gezeichnet. Diese sogenannten Wollraupen. Bei uns sind auch viele Spinnerraupen in dieser Gruppe eingeteilt. Es gibt ungefähr 1500 Arten weltweit. Vieles ist noch nicht klar bei der Einteilung, vor allem dieser tropischen Arten, die wir hier sehen. Ich habe vielleicht 3, 4, 5 verschiedene Raupenarten bisher gesehen. Dunkle, hier eine ganz fast schwarze Art in einem Blatt von Acacia manchium. Ist übrigens keine lokale Pflanze, sondern die polyphagen Insekten haben sich darauf jetzt angesiedelt von selber. Wunderbare Zeichnung hier auch am Kopf dieser Raupen. Ein Wunder der Natur, wie das designt wird. Sie besitzen eine Art Kamm, den sie aufstellen können bei Bedrohung. Das sieht man hier, diese rötlich-dunklen zwei Stellen am Vorderteil, das sind die Dornen, die dann entstehen, sobald sich ein Feind nähert, stellt die Raupe diese Dornen auf. Eine wunderbare Raupe, nehme ich an, für Freunde der Insektenzucht. Eine wirklich spezielle Sache. In Europa haben wir auch viele Arten aus dieser Gruppe, und die sind auch behaart, aber nicht ganz so spektakulär. Das sind die Kokons davon, die sehen aus wie Kokons von Seidenraupen. Interessanterweise ist auch die Puppe im Innern behaart, rötlich behaart. Das habe ich an anderen bisher noch nicht so festgestellt gehabt. Sie sind also nicht, dass sie nicht eigentlich Stacheln, aber es sind ganz klar Haare, die an diesen Puppen hervorstehen. Was daraus dann ausschlüpft später, ist dieses Tier. Die Experten von Actias.de haben mir geholfen, vor allem Manfred, Benno, andere
das ist Grelada imitans. Und das sind die Eier dieser Art, die sich vor allem auszeichnen, dadurch, dass die Weibchen komplett verschieden aussehen. Hier eine andere Story. Augustin sieht plötzlich am Boden unter einem Baum eine große Kotpellet von Raupen und man entscheidet da mal nachzusehen, was denn da oben wohl lebt. Mois holt das Tier runter und es ist das Verrückte, was ich je gesehen habe, diese ganze Gruppe. Das ist Bandansack. Dieses Tier nennt man auch so, für mich war das erste, das ich so gesehen habe und das am absolut unglaublichsten und wundervollsten designte Tier. Da hat der Herrgott wirklich alle Künste hervorgenommen, um diesem Tier eine Baseballkappe anzuziehen, es zu schmücken mit Federn, mit Dornen, mit Rüschelchen, alles Mögliche, mit kleinen Bergen, mit Dornen drauf. Und das ist die Unterseite dieses Tieres, von dem ich leider die Artbezeichnung nicht kenne, auch dafür nicht so um Hinweise aus der großen Citizen Science Szene der Insektenfreunde, die es auf der Welt gibt und die vielleicht jetzt da auch zuschauen. Banda Nsasi. Nsasi ist eigentlich der Blitz, der zum Donner gehört, der Blitz. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass diese Dornen so einfallen wie ein Blitz, wenn man es berührt. Hier nochmals sieht den Banda Nsasi beim Fressen eines Blattes von Terminalia. Das ist der Baum, auf dem sie gefunden wurde. Leider war ich nicht dabei, als das erwachsene Tier schlüpfte und man hat auch dann verpasst, das Tier zu fotografieren. Das Interesse ist da bei uns in Kilueka an diesen Tieren nicht so groß, weil man sie nicht essen kann. Makuaku heißt ja nicht genießbar und zu denen gehört eben auch diese Bandansasi. Man ist mehr interessiert an den essbaren, hochgeschätzten essbaren Raupen, die wir da züchten in unserem Forschungsprojekt. Hier ist aber noch die Puppe dieser Bandansasi, eigentlich auch ähnlich wie die Gonometa-Arten, auch mit den Dornen eingewoben und daraus schlüpfte dann ein Falter, der sehr ähnlich aussah wie Grelada imitans. Ja. Soviel zu meinem Bericht, viel Spaß und wenn Sie Lust haben, kaufen Sie meine Bücher.